In der Mechanik haben wir es auch immer wieder mit sogenannten Gerberträgern oder zusammengesetzten Balken zu tun, so wie hier in dieser Aufgabe. Dieser Balken ist im Punkt D mit einem Gelenk verbunden, was ihn zu einem zusammengesetzten Balken macht und entsprechend in C, B und A gelagert. In C befindet sich ein Festlager, also ein zweiwertiges Lager, und in B und A jeweils nur einwertige Lager. Wenn man sich den gesamten Balken ansieht, hat man es also mit vier Unbekannten am Balken zu tun, was durch unsere drei Gleichgewichtsbedingungen, zwei Kraftrichtungen und die Momentenbilanz nicht lösbar wäre. Durch das Gerbergelenk an der Stelle D lässt sich dieses Problem allerdings beheben und es wird aus dem sogenannten statisch unbestimmten Träger wieder ein statisch bestimmter Träger. Das wollen wir uns nun ansehen. Wir machen wiederum ein Koordinatensystem, das aber gleich ausschaut wie vorher. XY und positiv gegen den Uhrzeigersinn. Freikörperbilder gemacht, liefert das System A. Das ist links. Mal bis zum Gelenk, das Freikörperbild. Hier ist das Gelenk D. Dann gibt es da diese äußere Kraft F1 unter dem Winkel Alpha. Es gibt hier im Lager A, das ist ein Loslager, haben wir gesagt, also nur eine Vertikalkomponente, keine Horizontalkomponente. Nenn es trotzdem AY. Die Kraft F2, die da eingeleitet ist von außen, und im Gelenk braucht man eine Y- und eine X-Komponente. Und ich zeichne es jetzt im ersten Teil einfach Koordinaten positiv ein. X nach rechts, Y nach oben. Das können Sie frei wählen, wie die zeigen, an der Stelle jetzt. Jetzt zeichnen wir noch die Abstände ein. Hier haben wir 3L, da ist der Winkel Alpha, hier ist 2L und das ist L. Und damit kann man jetzt Gleichgewicht einmal aufstellen für diesen Teil. Wenn ein Gesamtsystem im Gleichgewicht ist, im statischen, dann muss auch jedes Teilsystem für sich im statischen Gleichgewicht sein. Das heißt, wir dürfen für diesen Teil da ein Gleichgewicht ansetzen. Moment, ich setze das Moment um das Gelenk an, dann verliere ich sofort die Gelenkskräfte einmal. Das liefert also von links beginnend, F1 Cosinus Alpha ist die Vertikalkomponente mal Normalabstand 6L minus AY mit Normalabstand 3L. Plus F2 mit Normalabstand L ist 0, ist die Gleichung 1. Summe der Kräfte in Y-Richtung, da gibt es AY minus F1 Cosinus Alpha minus F2 und plus Gelenkskraft dy ist 0 und X-Komponente. Fangen wir wieder von links an, x zeigt nach rechts, also minus F1 Sinus Alpha ist die x-Komponente von F1 und plus dx ist die verbleibende zweite Komponente in x-Richtung aus dem Gelenk. Das ist einmal das erste Gleichgewicht, den zweiten Teil dieses Trägers, das beginnt dann bei D. In C ist jetzt ein Festlager, in B ist hier noch ein Loslager, da ist zusätzlicher Moment eingeleitet. Also starten wir vielleicht von rechts. Festlager hat die Y-Komponente und die X-Komponente der Kraft, kein Moment natürlich. Dann eine Kraft F3 eingeleitet. Im Loslager B gibt es BY und ein externes Moment M, das da angreift. Und in D ist jetzt ein bisschen aufzupassen, weil jetzt haben wir ja schon festgelegt im ersten Teil, wohin dx und dy zeigen. Jetzt muss man hier die Reaktionskräfte auf die beiden einzeichnen, also genau in die umgekehrten Richtungen.
Der Grund ist einfach der, wenn Sie das Ding wieder zusammenbauen, dann darf er statisch dort keine Kraft wirken. Das heißt, wir haben jetzt hier das dy nach unten in negative Richtung und das dx nach links. So, Abstände. Und dann kann man natürlich wieder die Gleichgewichtsbedingungen hinschreiben. Ich starte wieder mit dem Moment. Um den Punkt C des Festlagers. Das liefert dy mit dem Normalabstand 12L positiv minus by mit dem Normalabstand 8L. F3 hat die Vertikalkomponente Sinus Beta, den Winkel habe ich Ihnen da noch vorenthalten, das ist Beta mit dem Normalabstand 4L. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich das von außen eingeleitete Moment M. Das gibt es auch noch. Das dürfen wir dorthin verschieben, das ist wurscht, wo es die Bilanz machen, das muss man einfach dazu addieren. Das ist wiederum 0, das ist jetzt die Gleichung 4. Und auch wieder in die x- und y-Richtung, y zuerst ist minus dy plus by minus f3 Sinus Beta plus cy ist 0, Gleichung 5. Und Summe in x-Richtung minus dx minus F3 Cosinus Beta ist die Horizontalkomponente von F3 plus Cx. Ist wieder 0, Gleichung 6. So. Und jetzt kann man schauen, ob man damit alles ausrechnen kann. Wir haben, wenn wir zählen einmal, 1, 2, 3 Unbekannte beim linken Teil. Sprich, der linke Teil, den kann man schon für sich eigentlich lösen. Und dann, das ist keine neue, 1, 2, 3 Unbekannte im rechten Teil dann, wenn man die Ds bereits kennt von links und damit kann man auch den rechten Teil lösen. Ja, starten wir mit dem linken Teil. Aus der Gleichung 1 kriegt man das Ay raus. Das ist 1. Das ist 1 durch 3L und wenn wir das nach rechts bringen, F1 mal 6L Cosinus Alpha plus F2 mal L, dann kürzt sich da gleich das L raus. Und wenn es alles, ich setze nicht immer alles ein, aber wenn es die Zahlenwerte da einsetzen, dann sollte hier 9,6 kN rauskommen. Kriegen wir das dy, das ist f2 plus f1 Cosinus Alpha minus ay und dy als Zahlenwert ist dann 1,9 kN. Und aus 3 kriegt man das dx, das ist f1 Sinus Alpha, das sind 2 kN. Erster Teil. Jetzt nutzen wir dx und dy im zweiten Teil, um auch dort die Bilanzen lösen zu können. Nämlich, fangen wir von unten an, aus der Bilanz für die x-Richtung kriegt man das cx sofort raus. Das ist dx plus f3 Cosinus Beta. Das sind 9,2 kN. Aus der Gleichung 4 kriegt man das by. 1 durch 8L ist der Faktor. Dann bringe ich das auf die andere Seite, dann bleibt alles andere positiv. Also dy mal 12L plus f3 mal 4L mal Sinus Beta plus m. Und damit ist by 8,5 kN. Und aus der Gleichung 5 dann schlussendlich das verbleibende cy plus dy minus by plus f3 Sinus Beta.
So. Und es gibt 2 oder 3 kN gerundet, 2,93. Und dann haben sie alle Lagerreaktionen ausgerechnet. Und natürlich funktioniert das nicht mit dem Gesamtsystem, weil sie haben ja auch fürs Gesamtsystem nur 3 Gleichgewichtsbedingungen. Wenn sie es nicht am Gelenk auseinander trennen, dann haben sie zu wenig Gleichungen. Können sie die Lagerreaktionen nicht alle bestimmen. Das ist der Witz dran. Aber wenn es da jetzt so ausschaut, als könnte man sowieso jeden Teil für sich lösen, aber das Gesamtsystem geht sich nicht aus.